So, wir befinden uns im Spiel War Thunder. Das ist eine Luck 335, in der ich gerade sitze. Und ich wollte vorstellen, wie ein Headtracker funktioniert und wie man ihn konfiguriert in diesem Spiel. Ich habe den selbst gebaut. Und jetzt wollen wir mal sehen. Also, das ist jetzt sozusagen die Sache, wie man im Simulator diese Sache sieht, und wenn man sieht, wenn ich meinen Kopf drehe, dreht sich der Blick zur Seite, nach oben, nach unten, kann man alles sehen. Und wenn ich ihn zur Seite lege, den Kopf, dann dreht er sich raus. Das heißt, ich kann irgendwie sozusagen irgendwie rausgucken. Wollen wir mal sehen, wie sich das im Flug gibt. Und ich erzähle euch noch ein bisschen was über diese Geschichte und was ich gemacht habe, damit das funktioniert. Ich habe dafür einige Headtracker mir angesehen. Die meisten haben nicht funktioniert oder sind 3 Jahre alt. Das basiert auf einem Teensy 3.1, den ich dafür genommen habe. Heutzutage wird man wahrscheinlich einen Teensy 3.2 nehmen, aber ich hatte noch einen rumliegen. Und ich habe von Pololu ein Altimeter 10, also ein Altimo 10 gekauft. Das ist ein Altimo 9, tut es genauso. Der Altimo 10 hat nur ein Luftdruckmesser, ein Barometer mit drin. Das ist vielleicht nicht so unbedingt notwendig. So, was das Besondere an diesem Headtracker ist, dass er sehr, sehr empfindlich ist. Die meisten Headtracker laufen mit LEDs, die dann von einer Webcam aufgezeichnet werden. Diese Webcam hat eine relativ, also mehr oder weniger bescheuerte Auflösung. Nicht so schlecht wie meine Webcam, die ich jetzt hier habe, deswegen ist mein Bild so schlecht. Aber das kann man sich vorstellen. Aus dieser Distanz ein paar LEDs, die sich bewegen, das sind ein paar Pixel, das ist sehr, sehr grob. Und man sieht das eigentlich bei den wirklich guten Fliegern. Ich bin kein guter Flieger, aber bei den guten Fliegern wie zum Beispiel Sheriff, Bismarck hat einen ziemlich guten Tracker, aber Sheriff hat keinen guten Tracker, zumindest die Videos, die ich gesehen habe von ihm. Da gibt es irgendwie Ruckel. Er ruckelt ziemlich stark. Wenn es jetzt hier ruckeln sollte, dann liegt das allein daran, dass ich aufzeichne. Das ist die erste Aufzeichnung, die ich in dieser Art und Weise mache. Das heißt, ich bin noch im Experimentierstadium. Ich weiß auch nicht, ob der Motorsound aufgezeichnet wird oder sowas. Ich habe das jetzt einfach mal gemacht, weil ich gesagt habe, ich will das jetzt mal probieren. Ich nehme dafür einen normalen Joystick für, wie heißt das? Das ist ein Logitech Extreme 3D Pro, also ein ganz Standard-Joystick. Der Teensy kostet 22,50, wenn man ihn bei Expetech zum Beispiel bestellt. Das Altimeter kostet auch so um den Preis 20, 22, 22,50. Das heißt, insgesamt sind das etwa 50 Euro mit einem USB-Kabel zusammen und einem vieradrigen Kabel, das man einfach löten muss. Bastelaufwand ist minimal. Ich zeige das gerne auch nochmal. Das Altimeter sieht ungefähr so aus wie das Ding. Ich zeige das mal jetzt in die Kamera. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Das ist das Ding, das ich jetzt hier oben drauf habe. Bloß eine etwas ältere Version davon. Und wie ihr hier seht, ich habe einen Joystick, also das ganze Ding läuft jetzt hier auf Linux, ihr seht das, KDE. Aber das geht natürlich genauso gut auf Windows. So, ich erstmal irgendwie, bevor wir losfliegen und das Ganze uns genau angucken, sehen wir hier einmal die Werte, die wir hier haben. Also hier, wie genau dieser Wert, also dieser Joystick, also dieser Tracker ist. Es ist so, dass ich irgendwie eine Genauigkeit von 256 pro Grad habe. Ungefähr 200, 50, 260, irgendwie so. Ich habe die Zahl genau, aber das ist sehr, sehr fein. Also wie ihr seht, irgendwie ist der jetzt hier in der Mitte sehr fein. Und ich habe ihn ein bisschen asymmetrisch gemacht. Das heißt, er wird schneller gegen den Rand, weil ich natürlich irgendwie, also das ist wie in Wirklichkeit, man guckt sich meistens um, guckt nach hinten raus, ob irgendwie einem an jemand an der Six hängt. Und ihr seht, wie hier die Werte von 0 bis minus 32.000 laufen und auch sehr schön kontrollierbar sind. Hier seht ihr das, mit dem Mauszeiger zeige ich gerade drauf. Das ist praktisch die Hochachse, die Z-Achse. Die Y-Achse ist also, die Y-Achse ist das Nicken, das habe ich nicht, aber die X-Achse, also das Hoch-Runter, seht ihr auch, das geht sehr schön.
Und die Neigachse, ich habe sie so eingeschaltet, also alle Software ist selbst geschrieben. Also ich habe natürlich Sachen genommen, die ich dann gefunden habe, die ich dazu gepackt habe, aber das hat so, wie ich es gefunden habe, nicht funktioniert. Auch vor allem nicht mit dieser nagelneuen Hardware, die ich gekauft habe. Die ist erst seit kurzem da und die ist normalerweise, um Kopf dazu in der Luft zu halten. Also die ist super, super empfindlich. Aber ihr seht das auch, wie ich, selbst wenn ich meine Hand bewege, wie der ganze Bildschirm anfängt zu wackeln. Also muss das schon irgendwie ein bisschen lernen, damit umzugehen. Hier mal irgendwie ein paar Joysticks, so Genauigkeit von Joysticks mal im Vergleich. Gleich. Hier ist ein Cytec, das ist ein normaler, ich weiß nicht, den kennt ihr sicherlich, hier Cytec Cyborg. Wie der, ich berühre den jetzt einfach mal ein bisschen, wie der tanzt. Das ist ein Analogstick und der ist, ich finde, also dieser Stick ist, ja, ihr seht das, ist furchtbar. Der Stick, den ich besitze, den ich benutze, das ist dieser Extreme D, 3D, der ist irgendwie relativ gut. So, man kann das alles besser machen. Aber nur, dass man das mal im Vergleich sieht zu wie fein diese Sache ist. Ein Rumble Pad zum Beispiel ist von Logitech ist sehr, sehr fein und sehr, sehr stabil, wie man sieht hier. Das ist sehr, sehr gut. Ich habe auch früher damit bin ich geflogen, bevor ich diesen Joystick bekommen habe. Und der ist auch gar nicht schlecht. Aber hier nochmal die Werte. Die tanzen natürlich jetzt, wenn ich am Kopf bin, aber ich kann es eben sehr, sehr genau machen. Also, das ist erstmal der Grund, die Grundsache. Ich starte auch gleich nochmal, dass ihr das seht, wie das denn im Flug aussieht. Jetzt haben wir die Steuerung. Das ist relativ straightforward, wenn man so will. Das erste ist die allgemeine Steuerung. Sichtsteuerung habe ich volle Glättung gemacht. Geschwindigkeit beim Umschauen spielt keine Rolle. 100%, das ist wichtig. Relative, ja, das ist der ganze Rest ist eigentlich egal. Trägersteuerung habe ich jetzt Empfindlichkeit im Zoom auf 2% gestellt. Das werdet ihr dann gleich sehen, wie sich das auswirkt. Kopfbewegung durch Headtracking. Ich weiß nicht genau, was das soll. Nein, ja, ich mach mal auf ja. So, Flugzeugsteuerung, also wie gesagt, das ist War Thunder. Ich sitze, wie gesagt, in einer russischen Maschine, die ziemlich super ist, aber die Russen sind damit eben, mussten damit leben und sie waren schlechte Piloten, ich bin ein schlechter Pilot, deswegen habe ich gesagt, ich fliege billig, ich fliege diesen Scheiß. Es ist es ist keine schlechte Maschine, sie ist ganz gut, aber sie ist nicht so gut wie, sagen wir mal, eine Messerschmitt oder so, gegen die Messerschmitt 109, gegen die sie fliegen musste in der Zeit. Und deswegen sind die Russen gegen die Nazis eigentlich am Anfang haben sie sehr stark geblutet und haben trotzdem gekämpft, was irgendwie eine beeindruckende Leistung ist, die ich schätze. So, Sichtsteuerung. Hier haben wir die Sachen, die ich eingestellt habe. Ansicht im Gefecht. Ich habe den Tensor genommen dafür. Hier oben steht er drin. Wie ihr seht, das ist jetzt die X-Achse. Das ist praktisch die. Die Auf- und Ab-Achse, sie ist gedämpft, wie man. Nee, ist das die X-Achse? Nee, das ist. Oh, die X-Achse? Welche ist die X-Achse jetzt? Ich weiß es gar nicht. Naja, egal. Jedenfalls, die Einstellungen sind überall identisch. Oh, ich habe. Wenn ich irgendwie mir im Auge fasse, ich habe einen langen Tag gehabt und ich habe eine leichte Pollenallergie, ist nicht viel, aber ich war mit dem Fahrrad unterwegs und ich habe den ganzen Dreck im Auge. Also, die Dead Zone ist ziemlich klein, mit nur 1%. Ich habe das größer gestellt, das ist eine schlechte Idee. Die nicht lineare Linearität, die sorgt dafür, dass es in der Mitte sehr, sehr fein ist. Also praktisch, dass du. Also im Prinzip funktioniert dieser Head-Tracker so, dass er einem virtuellen Punkt, also dieser Joystick-Punkt entspricht einem virtuellen Punkt. Das heißt, wenn ich nach oben rechts gucke, dann gehen die Werte hoch und wie bei einem Tracking, fängt das Bild dann an zu wandern. Je weiter ich nach oben gucke oder nach unten gucke, desto weiter, schneller fängt an, dieses Bild zu wandern. Eigentlich eher wie ein Tracker, als wirklich wie also wirklich eine Umsetzung meines Kopfes, weil wenn ich mich umdrehen würde, würde ich ja gar nichts mehr sehen. Insofern ist das schwachsinnig. Und alles andere ist eigentlich relativ wenig sinnvoll, weil man
man muss das, also diese 45 Grad haben sich bewährt, also man kann das feiner einstellen, das kann man hier mit dem Multiplikator, da kann man dann irgendwie feiner oder weniger fein einstellen. Ich habe das so gemacht, dass es jetzt ungefähr funktioniert. Ihr seht ungefähr eine Nichtlinearität von 1,7, da kann man mit rumspielen. Multiplikator von 1, ich habe praktisch meine Software von dem Teensee so gemacht, dass die Werte schon ziemlich gut rüberkommen. Korrektur brauche ich nicht, weil das Ding ist sehr genau. Ich gehe hier mal wieder zurück. Mit den anderen Einstellungen genauso. Hier habe ich einen leichten Multiplikator 1,2. Das ist die Y-Achse, das ist die Hoch-Runter-Achse. Und ich wollte einfach, dass ich irgendwie relativ schnell hochgehe und am Schluss stehen bleibe. So, ne? Deswegen habe ich einen Multiplikator mit reingenommen, dass ich sozusagen die Extreme, also praktisch eine Extreme noch ein bisschen hin und her basteln kann mit dem Kopf und trotzdem irgendwie der Wert stabil bleibt. Jetzt kommt das Interessante, was ich dann gemacht habe. Die Kopfbewegung vorwärts, rückwärts zum Beispiel, habe ich gekoppelt an die X-Achse. Und das ist jetzt irgendwie, das ist, da habe ich ziemlich rumgebastelt. Man sieht, ist die Nichtlinearität ein bisschen zu stark, glaube ich. Ich sollte sie vielleicht ein bisschen runternehmen. Ich habe irgendwie damit mit 1, 2 habe ich gearbeitet und unsere Achse umkehren habe ich genommen. Wie ihr seht, alles andere ist ziemlich gleich. Ja, so. Das ist alles so, wie es eigentlich sein soll. Und ich sorge dafür, dass ich, wenn ich hoch runter gucke, dass ihr seht, dass der Kopf sich leicht, ihr seht das im Hintergrund, dass der Kopf sich leicht hebt und senkt. Nee, vorwärts, rückwärts. Vorwärts, rückwärts. Das ist jetzt die Achse 1. Die Achse 1, ja, das ist hoch und rück, das ist diese Richtung. Die aufwärts, abwärts müsste dieselbe sein. Das ist Kontrollachse 1, das ist auch Kontrollachse 1, genau. Das heißt, er bewegt sich irgendwie aufwärts, abwärts. Das heißt, es ist irgendwie so, als wenn man ein bisschen schwenkt. Und damit kann man dafür sorgen, dass man zum Beispiel, wenn man jetzt bei der Lack sind jetzt hier relativ starke Streben. Und man kann praktisch an diesen Streben vorbeigucken und dann etwas sehen. Zum Beispiel auch mit dem Seitwärtsbewegen. Man sieht das hier im Hintergrund, das ist ein bisschen dunkel. Aber auch hier stelle ich jetzt mal die Empfindlichkeit ein bisschen runter. Also, das sind jetzt irgendwie so Werte, die ich experimentell rausgefunden habe, dass das irgendwie so gut ist oder nicht gut ist. Das sind aber immer kleine Werte, die man verändert und keine großen. Auch hier habe ich, jetzt bin ich irgendwie, das ist jetzt ein interessanter Punkt, das ist die Links-Rechts-Bewegung, die ich ja praktisch mit dieser, mit der hier direkt gekoppelt habe, mit dem Kippen des Kopfes. Und ich sorge dafür eben mit dieser Nichtlinearität, das so wie eine Gamma-Kurve bei Farben kann man sich das vorstellen. Und das heißt, es ist in der Mitte empfindlicher zum Rand. Also man sieht das jetzt hier. Wenn ich das jetzt mache, hier seht ihr wie also praktisch wie die Empfindlichkeit des Joysticks zunimmt. Also wir haben hier aus einer leichten Modifikation drin. Das heißt, am Anfang ist der Ausschlag vom Joystick, also von den Werten, die ich habe, also kleine Bewegungen haben, also im unteren Bereich sind das sehr feine Bewegungen möglich, dann wird er schnell und dann ist er wieder am Ende. Und das sind so die Werte, mit denen man ganz gut arbeiten kann. Ich zeige das jetzt gleich. Wir fliegen sofort los. Flugwahrnehmung, ich weiß nicht, was das soll. Stand auf 50%, ich habe es so gelassen. Das waren eigentlich die Einstellungen. Wichtig sind eigentlich diese Kopplung von diesen Sachen. Ich habe vor, den nochmal weiterzuentwickeln und meine Position im Raum stattdessen zu nehmen, aber die Software, ein Schritt nach dem anderen. Das ist jetzt der erste Beta-Release sozusagen, nicht der Release, aber der erste Beta-Versuch. Wollen wir mal gucken, wie sich das denn aussieht, wenn ich das Ding fliege. Wir sind momentan, wie gesagt, im Simulationsmodus, das heißt, es gibt gar nichts zu sehen und das ist einfach eine Aufzeichnung. Ich habe das nicht getestet und es wird falls ich das Ding jetzt vermache, könnt ihr gerne lachen, aber ich bin, wie gesagt, kein so guter Pilot. Jetzt wollen wir, ich schiebe die meistens ein bisschen zurück beim Gucken, damit ich irgendwie die Landebahn, wenn man ja nichts sieht, von beiden Seiten ein bisschen sehen kann. Ich gebe ein bisschen Gas und bis ich drücke ihn wenig, dass sich die Lack, die ist ein bisschen zickig beim Abheben und jetzt hebe ich ab und fahre Fahrwerk ein, fahre die Klappen ein und nehme Leistung ein klein wenig zurück. Man kann das jetzt oben sehen.
Und jetzt sind wir hier schön am Dings. Jetzt kann ich irgendwie aus dem Fenster gucken. Ich kann mich rauslehnen sozusagen. Ich kann in die andere Richtung gucken, kann mich rauslehnen. Kann nach unten gucken, kann gucken, hier vorne ist eine kleine Brücke, da fliegen wir mal hin. Die hatte ich schön im Blick. Also es ist so, dass dieses Spiel, das ich sehr, sehr genial finde eigentlich, also enorm zunimmt durch so einen Head-Tracker, weil also die Art und Weise, wie man dieses Spiel wahrnimmt, das Gehirn macht Sachen mit einem. Ich fühle mich im Prinzip, wenn ich das fliege, als wenn ich auf einem Stuhl in der Luft bin und ich verwachse sozusagen mit dieser Waffenplattform oder mit diesem Flugzeug. Fühlt sich schon ziemlich echt an. Ich zoome mit dem Joystick. Hier ist zum Beispiel irgendwie wie jeder, der diese Demo mal gespielt hat. Und vielleicht schaffe ich das sogar auch wieder wegzukommen. Gut, da ist irgendwie ein kleines Target, das ich eben gerade mal verfehlt habe, weil das nicht so einfach ist mit dem Reden und dem Fliegen zusammen. Aber ich kann dieses Target auch, wie ihr seht es da unten, das kann ich irgendwie schön im Auge behalten, während ich jetzt rumziehe. Und das machen wir gleich nochmal. Und wenn ich Glück habe, irgendwie versaue ich diesen Anflug nicht nochmal. Oh, ich nehme jetzt mal die Leistung diesmal ein bisschen zurück, dass ich auch ein bisschen. Dass es ein bisschen leichter wird und damit wir irgendwie auch schön Demo haben, wie schön das ist. Nochmal so verfehle ich ihn nicht. Das ist irgendwie ein kleiner deutscher Lastwagen. Und da ist er. Bumm. So, diese ganze Geschichte hier, also wie man sieht, es ist sehr, 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 sehr übersichtlich. Ich kann alles sehen. Die Bewegung ist sehr, sehr fein. Also wenn ich jetzt irgendwie mich bewege, das Flugzeug bewegt sich unter mir. Ihr seht, ich kann den Punkt halten. Das ist mir nie gelungen, weder mit Maus noch mit Coolie-Head oder so etwas, was hier auf dem Joystick drauf ist. Und mit dem, das die meisten Leute machen, das ist aber keine Chance. Vor allen Dingen rechts, links, umgucken. Das ist völlig undenkbar mit dem Coolie-Head in dieser Geschwindigkeit. Nicht mal mit der Maus würde das gehen. Und jetzt wollen wir mal ein bisschen Luftakrobatik machen. Das ist jetzt hier alles irgendwie Testmodus. Keine anderen Piloten sind da oder sowas. Das heißt, wir gehen jetzt mal in den Looping. Und ich kann schön über die. Wenn ich den Looping nicht versaue. Die ist ein bisschen zickig, die Lage. Und ich bin kein guter Pilot. Aber ich fliege die halt noch nicht so lange. Ich bin gerade erst einen knappen Monat dabei zu fliegen. Wie ihr seht auch, dass links-rechts, wenn ich meinen Kopf links-rechts bewege, ihr seht das jetzt, wie dann das Zielfadenkreuz rauswandert. Ja, das ist irgendwie praktisch, dass die Optik gleicht das so ein bisschen aus. Und die Sache ist die, dass man zum Beispiel bei Doppeldeckern oder bei den I-15, also bei den Rattas oder Shakas oder wie man sie auch immer nennen will, da ist es so, dass man irgendwie ein bisschen dort beim Rausgucken irgendwie ein bisschen Probleme hat, da unter die, also unter die Nase zu gucken, wenn man jemanden verfolgt. Na, das heißt, die ist so groß, dass man da irgendwie das Zielfadenkreuz nicht richtig sieht. Und wenn man hier ein bisschen den Kopf neigt, dann kann man dadurch, dass ich hier praktisch hochgehe und runter gucke, kann man jemanden, der irgendwie unter der Nase ist, sehen. Das ist eine Sache, die im Luftkampf von, wenn man Turnfights mag, ist sie sehr, sehr praktisch. Und ich versuche ja meistens Energy-Fighten zu machen. Wer das Spiel spielt, weiß, wovon ich rede. Aber also diese Steuerung, also praktisch, wie man ein Ziel sich irgendwie vornimmt, anfliegt, das ist einfach ungemein intuitiv. Ihr seht, ich kann ganz locker dabei reden und ich bin, wie gesagt, kein besonders guter Pilot. Also ich werde häufig abgeschossen, aber ich gebe euch die Genugtuung, mich in Flammen zu sehen. Ich werde noch ein paar andere Videos machen. Ich hoffe, dass ich jetzt die Landung nicht versaue. Wir wollen mal gucken. Ich bin schon mal viel zu weit. Ich fahre mal ein bisschen aus. Und fahre mal die Klappen aus. Und wollen mal gucken, ob ich runterkomme. Ich bin viel zu schnell, viel zu schnell, viel zu schnell. Gleich kreisen die Klappen ab, ich sehe das schon. Na, doch nicht. Ja, das könnte sein, dass ich das sogar schaffe. Also. Ich gebe mal ein bisschen Gas, damit ich ein bisschen halte, weil ich sack ein bisschen schnell. Und mal gucken, gucken, gucken. Da ist er, da ist er.
Ja, naja, zu schnell. Okay. Und da ist sie. So, das war ein hübscher kleiner Ausflug mit der Lack. Und wie ihr seht, ich bin nicht so sicher, dass ich wie jetzt Bismarck oder Sheriff irgendwie ganz locker dabei fighte, während ich erzähle und lande und alles mache. Das ist nicht ganz so selbstverständlich. Stellen wir mal die Kiste ab. Und das war der Flug und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, ich werde weiter davon berichten. Ich habe es jetzt in Deutsch gemacht, nicht in Englisch, weil irgendwie das schon schwer genug ist. Und das war's.